Willkommen zum letzten Preview-Part von Super Smash Bros. Für den Nintendo 3DS. Heute dreht sich alles um die Multiplayer-Battles. Eins davon habe ich ja schon gezeigt, ich glaube in Part 2 war es. Da habe ich gewonnen. Und jetzt kommen zwei weitere plus das Wettrennen im Smash Run. Ja, diese Stage hier, das ist der Prisma-Turm und man kann sagen, dass das so eine Rundfahrten-Stage ist, weil man, naja, ihr seht es ja gleich, man wandert ein bisschen um den Turm herum und hört wunderbare Pokémon-Musik. Ich bin wieder die WFIT-Trainerin, der Ingo von Nintendo ist Captain Falcon, Sui ist Glurak und Marcel ist Bowser. Ja, man könnte zwar denken, dass Sui Bowser ist, aber nein. In diesem Match hier nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie das gelaufen ist. Ah, nicht gut, okay. Ja, wobei, eigentlich war es bei uns allen so durchwachsen. Jeder hat drei Multiplayer-Battles gemacht. Bei einem haben wir gewonnen und bei den anderen haben die anderen gewonnen. So, glaube ich, kann ich das jetzt schon mal wegspoilern. Und ja, der Prismaturm ist jetzt nicht die coolste Stage des Spiels, finde ich. Aber dadurch, dass man eben ein bisschen was von dem Turm sieht und somit auch die Stage sich ein klein wenig wandelt, ist sie doch was Besonderes. Auch wenn ich die Ein-All-Liga etwas besser finde, also von N und so. Ja, und tatsächlich bin ich noch auf der Stage mit Glurak. Also mit Sui, hab mich hier aber mehr als nur dämlich angestellt, also da kann man ja gar nichts zu sagen. Hallo, ich hatte zwei Leben und hau die so raus, allerdings hat er auch noch zwei. Ich hoffe natürlich, dass das Chevrum, also das Pokémon, mir ein wenig hilft. Aber gut, es kann nicht springen, es kann nur hin und her rennen und natürlich war in der Kapsel eine Bombe, wie kann es auch anders sein. Mit dem Tanuki-Schwanz kann man übrigens seinen Fall ein klein wenig abdämpfen. Also ich dachte, man kann da Items kontern oder so, aber ist es gar nicht. Ja, jetzt haben wir beide nur noch ein Leben. Vielleicht wird's noch was. Komm schon. Hilf mir. Du dumme Statue. Nein, der hat mit seinem blöden Schwert daneben gehauen. Aber ich habe das jetzt ganz klug gemacht, eigentlich. Ich habe nämlich immer meine schönen Energiebälle auf ihn gedonnert, um ihn zum Ausweichen oder das Schutzschild zu zwingen. Und dann hat die Statue ihr Übriges getan. Aber leider Gottes wird das auch alles gewesen sein, was ich hier leiste. Und schon wieder war eine Bombe in der dreckigen Kapsel drin. Ich habe aber auch einfach kein Glück diesbezüglich. Ich mache gerne den Rechts-Links-Smash von der WFIT-Trainerin, aber wie ich schon mal sagte, muss man ein bisschen tiefer stehen als der Gegner, damit der Ball beim Gegner eintrifft. Also dieser Smash-Angriff ist nicht immer so zu gebrauchen und leider wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie man sich heilt. Also Ball aufladen und dann unten B. Weshalb Sui dann gewonnen hat. Aber herzlichen Glückwunsch dazu. Der nächste Kampf, den wollte ich eigentlich erst gar nicht zeigen, weil der ist wirklich katastrophal gelaufen. Ich kam mit der Stage nicht klar und habe mich eigentlich auch nur dumm angestellt. Ich zeige den Kampf jetzt aber trotzdem, weil man hier einen besonderen Charakter sieht, und zwar Oni Link. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil das eine Verwandlung von Link aus Majora's Mask ist und bekanntlich habe ich dieses Spiel noch nicht gespielt. Aber es gab im Internet immer mal wieder so das Gerücht, dass Oni Link ein Charakter oder zumindest ein Skin ist. Und in diesem Video möchte ich das dann gleich mal bestätigen. Ja, den gibt's. Im Übrigen hat auch der Villager verschiedene Kostüme. Also man kann da auch den weiblichen Villager spielen oder halt ja andere Versionen von ihm. Das gilt auch für andere Charaktere. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel dazu sagen darf, deswegen lasse ich es einfach mal und warte auf den Release, dann zeige ich euch alles genauer. Diese Stage hier wandelt sich auch und ich, ja, bin nicht wirklich klargekommen, einfach, weil das sind alles so kleine Plattformen. Es gibt eine Stage, die ist am allerschlimmsten. Das ist eine aus Xenoblade Chronicles. Das seht ihr in Sui's Part. Da habe ich so krass gesackt, aber das war auch mein allererster Kampf. Wir haben nämlich mit den Multiplayer-Kämpfen von Sui begonnen und da werdet ihr auch kein Skill von mir sehen. Aber wenn ihr einen richtig epischen Multiplayer-Kampf sehen wollt, den meiner Meinung nach auch allergeilsten,
Den gibt es bei Marcel zu sehen. Das war auf der... auf der Insel. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber auf dieser Insel. Das war so cool. Da ist sowas von viel abgegangen. Also... ja. War schön. Das hier eher weniger. Aber ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten. Wäre ja unfair. Wer hat gewonnen? Das hier ist die große Frage. Und der Toon Link ist ein Schisser. Der Toon Link ist echt ein Schisser. Steht da hinten und schießt die ganze Zeit Pfeile. Was geht? Oh, ich frage mich aber gerade, was ich da mache. Oh Gott. Anstatt dass ich den Ball schon längst abfeuere, ne? Oder zumindest den Energieball auflade. Doof. Einfach nur doof. Ich habe nur noch ein Leben. Ja, vielleicht bin ich deswegen so passiv. Weil Letztplatzierter zu werden, das ist natürlich nicht mein Ziel. Oh nein, und da ist die X-Bombe eingeschlagen. Immer wenn man viel Prozent hat, dann schade ist natürlich nicht, sich den Tanuki-Schwanz zu nehmen. Um eben seine Fallhöhe abzudämpfen. Na los, nimm den Pokéball. Und wer ist da drin? Iskala. Es gibt sehr viele Legis. Die sind ja jetzt seit neuestem auch in Meisterbällen versteckt. Da hatte ich schon einige, hey. Arceus zum Beispiel. Oder Deoxys. Xerneas hatten wir, glaube ich, auch mal. Ja, da gibt es schon einige coole Pokémon. Natürlich gibt es vorzugsweise auch sehr viele von den neuen, also aus der 6. Generation. Das ist ja ganz klar, das war ja schon immer so. Und ist auch logisch, dass man die nochmal ein bisschen bewerbt. Yes, ein Kill, komm. Zumindest Zweiter bin ich geworden. Aber ich glaube, das war mein einziger Kill. Ansonsten habe ich nicht viel gerockt und da habe ich mich dann völlig lächerlich vom Onilink besiegen lassen. Welcher im Übrigen von Marcel gesteuert wurde. Bowser war in dem Fall Sui. Der hätte den Sieg auch irgendwie verdient gehabt mit 6 Kills. Ist zwar dreimal auch rausgeflogen, aber trotzdem. Naja, ne. So ist es halt mit den Leben. Da kommt es auch mehr drauf an, einfach mal ein bisschen sich taktisch zurückzuhalten. Und jetzt kommen wir zum Smash Run. Hier gab es dann später das Event Wettrennen, aber das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen haben wir uns auch nicht darauf festgelegt, irgendwie Schnelligkeit oder Sprung zu sammeln, sondern wir haben natürlich alles geholt, was irgendwie möglich war. Weil das ist ja gerade das Besondere an dem Smash Run. Du hast keine Ahnung, was dann im Finale auf dich zukommt. Ah, haben wir schon oft thematisiert. Aber es sieht so aus, als ist dieser Smash Run besonders schwer. Weil die Kugelwillis sind saustark, sind schwierig zu besiegen. Und es kamen gleich zum Anfang 2 Bob-Oms. Bei denen muss man eigentlich so schnell wie möglich abhauen. Weil die sind so overpowered, die hauen euch meistens direkt raus. Und ich bin allen Ernstes in den ersten 55 Sekunden schon gestorben. Hab mich dann, glaube ich, direkt verständigt, wie es den anderen so geht. Und wenn ich mich nicht irre, dann lief es für die ähnlich beschissen. Also, ja, der Schwierigkeitsgrad in dem Smash Run, der scheint auch kräftig zu variieren. Es ist alles vom Zufall abhängig. Ich finde dieses Unberechenbare in diesem Modus auch ziemlich geil. Ich werde ihn definitiv auch mal mit Juli spielen. Natürlich das alles dann zum Release. Hier habe ich verzweifelt versucht, dieses gottverdammte Viech zu besiegen und endlich mit der Konterattacke habe ich den riesigen Kugelwilli dann gekillt. Übrigens, je größer die Icons von den Items und so sind, desto wertvoller sind sie, ist ja ganz klar. Ihr solltet auch eigentlich zu jeder Zeit euren Touchscreen im Blick haben, damit ihr genau wisst, von welchem Wert ihr gerade am wenigsten habt. Und dann kümmert ihr euch vielleicht vorzugsweise um den. Weil wenn ihr Pech habt, dann kommt im Finale irgendwas dran, was genau den Stat erfordert und dann habt ihr eigentlich schon verloren. Aber generell empfehle ich eigentlich, sehr schnell zu sein. Sich nicht auf einen Gegner festzulegen, wenn man ihn einfach nicht besiegen kann, sondern einfach weiter rennen und sich die leichteren Gegner zu krallen oder eben nach Schatztruhen zu suchen. Manchmal wird auch ein Pfeil im Screen angezeigt und ich bin mir nicht sicher, was der vorgibt, aber wir glauben gemeinsam, dass das so eine Art Wegweiser ist zu dem Ort, wo man am meisten bekommen kann. Hier ist er jetzt gerade zu sehen, unter der Zeit. Also ich sollte nach oben rechts gehen, wenn ich ganz schön viel wertvolle Dinge finden möchte. So ist es, glaube ich. Gucken wir uns auch noch alles genauer zum Release dann an.
da kommt dann generell das Ganze. Also wir werden uns einen eigenen Mii erstellen, um damit zu kämpfen, logischerweise. Also einen Schwertkämpfer, einen Schießer oder was gab's noch? Einen Fighter, genau. Oh, natürlich darf man sich nicht mit dem Bonkers anlegen, wie dumm von mir. Ja, manchmal frage ich mich aber auch, was ich da gemacht habe. Man muss aber dazu sagen, dass ich auf dem kleinen Original 3DS spielen musste und den finde ich eigentlich richtig kacke. Also ich habe mich inzwischen schon so krass an den 3DS XL gewöhnt, dass ich mit dem normalen überhaupt nicht mehr spielen kann. Ich finde den einfach viel zu klein und unhandlich. Ich muss sagen, ich finde, dass der eher ein Prototyp vom Nintendo 3DS ist, anstatt eine erste Version, aber das ist ja meistens so. Das war beim allerersten DS auch nicht anders. Der einzige coole ist der DS XL. Nein, auch nicht! Der DSi! So, ich komme schon mit den ganzen Namen durcheinander, weil es 500.000 verschiedene gibt. Jetzt, demnächst gibt es ja dann auch noch den New 3DS. Bei dem Geist müsst ihr aufpassen, weil der kontert eure Angriffe mit dem blöden Schild. Wehrt sie ab und dann kann er sie auch kontern. Und das ist natürlich äußerst uncool, darf nicht passieren. Wie viele von den Kugelvideos gibt es hier eigentlich noch? Ja, nicht nur die Mies werden wir erstellen. Nein, ich werde euch auch die restlichen neuen Charaktere zeigen und das vor allem ausführlicher. Dann werden wir noch die einzelnen Modis nochmal spielen in anderen Schwierigkeitsvarianten, also in leicht und in schwer. Wir werden versuchen, alle Trophäen zu bekommen und alle Meilensteine. Aua! Und ich zeige euch den Rest vom Multi-Man-Melee. Und ich habe jetzt hier anscheinend richtig, richtig viel Pech. Weil ich habe die Hühner erzürnt und ihr wisst ja alle, was das bedeutet. Dann kriegt man es mit der ganzen Familie zu tun und das endet meistens nicht gut. Aber auch die Bob-Oms haben etwas Gutes an sich, denn wenn die hochgehen, dann hinterlassen sie ganz schön viele wertvolle Items. Ihr seht es ja hier, die verpuffen zwar auch schnell, aber es ist kein reiner Ärger, wenn ein Bob-Omb auftaucht. So sage ich es jetzt einfach mal. Tja, wie ist es gelaufen? Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Aber ich sehe ja gleich, wie es bei den anderen so war. Und eigentlich war ich recht gut dabei. Bei Tempo, bei Items und bei Abwehr war ich besser. Nur bei Angriff und Spezial war ich etwas schlechter und einem Sprung gleich auf. Das sind gute Vorzeichen für das Finale, oder? Ganz schlecht lief es für Spieler 2. Ich glaube, das war der Ingo von Nintendo. Tut mir leid. Und ja, jetzt haben wir alle gesehen. Es kommt kein Kampf, wir haben natürlich alle einen Kampf erwartet. Nein, es kommt ein Rennen. Erstmal so alle panisch am Fragen, was passiert da? Wir haben es schnell erklärt bekommen, wir müssen das Ziel erreichen. Wir können uns gegenseitig bekämpfen, aber es empfiehlt sich nicht unbedingt, weil man dann natürlich sich gegenseitig auch behindert und dann irgendeiner davon zieht. Und das Fiese an dem Wettrennen ist halt, dass man schon einen großen Vorteil hat, wenn man grundsätzlich einen schnellen Charakter hat. Und da hatten wir gleich zwei, nämlich Greninja und Fox. Und ihr wisst bestimmt alle, dass Lucario äußerst langsam ist. Also da war ich schon ganz gut dabei und das hat Spieler 1 richtig gut gemacht. Aber dann ist er abgekratzt und plötzlich war ich alleine vorne. Die anderen, die davon gezogen sind, sind ebenfalls gestorben. Ich bin als einziger noch nicht abgekratzt. Und denkt mir so, ja, das ist doch meine Chance, hier abzuhauen. Auf dem Touchscreen hat man auch jederzeit, wie bei New Super Mario Bros. DS, eine Karte. Und ja, meine Freunde kratzen ab. Sie behindern sich wahrscheinlich gegenseitig und vergessen dabei, dass ich völlig ungehindert voranschreiten kann. Ich bin da auch etwas langsamer geworden, weil ich mir dachte, ja komm, jetzt agierst du lieber mal etwas vorsichtiger. Und das scheint sich bezahlt zu machen. Denn die sterben alle die ganze Zeit. Ich hätte gerne gesehen, was da abgeht, aber ich sehe leider nur, was bei mir abgeht. Und ich sehe, dass ich im Ziel bin. Geil, ne? Mit Lucario. Fox und Greninja schaffen es nicht. Wer wird Zweiter? Zero Suit Samus. Dann kommen Greninja. Und zuletzt Fox. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wer da wer war. Also ich glaube, der Ingo war Fox. Und ansonsten, keine Ahnung. Müsst ihr dann die anderen fragen. Es ist aber auch nicht so wichtig. Ja, wunderbar. Dann haben wir schon einiges von dem Spiel gesehen. Ich hoffe, die Preview-Parts haben euch gefallen. Und zum Release, oder vielleicht schon früher, je nachdem, wann ich den Download-Code bekomme, geht's dann weiter mit diesem tollen Spiel. Ich bin tatsächlich gehypt. Ich freue mich richtig drauf. Die Zeit kann gar nicht schnell genug vorbeigehen.